Nun, ist das strafbar? Im Mittelreich schon, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das strafbar ist. Wir sind ganz normal zu Harun gegangen und haben mit ihm geredet. Und dann hat er uns Gift verkauft. Was habt ihr denn gekauft? Was habe ich denn benutzt, um den Schlinger abzustechen? Purpurblitz. Ja, ich weiß. Das ist halt das Schlimmste, was es gibt. Ich erinnere mich nicht recht, aber es muss wohl etwas Starkes gewesen sein, denn ihr habt damit immerhin einen Schlinger gefällt. Ja. Nun, ich denke, diese Gifte stehen wohl auf dem Wärmeindex und somit sind sie nicht nur im Mittelreich, sondern auch in Aranien strafbar. Aber was geht es das Mittelreich an, was wir in Al-Anfa tun? Es ist nicht so, als würden wir diese Gifte ins Mittelreich importieren. Nun, in Aranien gilt der Wärmeindex genauso. Ja, aber wir bringen sie auch nicht mit nach Aranien. Richtig. Solltet ihr welche brauchen, Kapitania, wir können in Aranien welche kochen. Nun, es geht wahrscheinlich nicht nur um den Besitz, sondern auch die Anwendung ist strafbar. Nun, ich würde ja verstehen, wenn es gegen vernunftbegabte Wesen strafbar ist, aber wir haben einen Schlinger und ich glaube ein Archenherz damit getötet. Ist es denn wahrhaftig wichtig, was irgendeine Magistratur im fernen Mittelreich denkt, wie eure Methoden zu handhaben sind, Kapitania? Nein. Vielleicht nicht, aber es ist nichtsdestotrotz empörend, vor allem diese Sache mit Janka. Das mit den Giften mag ja sein, aber nun, wir haben diese Frau auf unserem Schiff geduldet und was sie die ganze Zeit getan hat, war, irgendwelche Angriffspunkte zu sammeln. Außerdem ist mir Folgendes aufgefallen. Schaut einmal auf die Seiten hier, hier und hier, wo es um ihren Vater geht. Da schwingt zwischen den Zeilen irgendwie etwas Bedrohliches und Problematisches mit. Ist das etwas konkreter geworden? Diamantis meinte doch, dass es so seltsam wäre, dass ihre Familie einfach so in der blutigen See handeln kann, während selbst Dahmani so viele Schiffe dort verliert. Genau auf die Punkte bezieht es sich. Schaut einmal hier und hier. Wir dürfen mal eine Probe auf schriftlicher Ausdruck würfeln. Ich glaube, das ist das erste oder zweite Mal, dass ich sowas verlange. Deswegen hat das auch keiner. Was? Nein, ich habe das gesteigert. Echt? Diamantis schreibt Gedichte, ich schreibe Tagebuch. Ich würde fragen, ob man das ableiten kann, aber Diamantis hat das schon. Ja, Zunaminats vor allem. Kann man das ableiten? Es ist ein Gesellschaftstalent, ich würde dir eine plus 5 geben. Boah. Auf der Schrift? Mach Klugheit. Klugheit plus 7. Okay. Ist du Magier sind technische Schreiber, deswegen brauchen wir sowas nicht. Nein, nur eine Plus. Aber ich habe gutes Gedächtnis. Nee, das hilft nicht. Okay. Zulamin kann es auf alle Fälle erfassen und auch Diamantis. Jetzt unabhängig von den Berichten, die sie jetzt über euch verfasst hat, hat sie wohl auch Daten und Orte versehen und markiert, die euch zu stören scheinen. Es sieht fast so aus, als hätte sie tatsächlich bei Kapok noch die Koordinaten nachgefragt, nach dem Motto, wie genau ist der aktuelle Standort, so als hätte sie eure Position übermittelt. Also das scheint euch maßgeblich noch zu stören. Das sieht so aus, als hätte sie aktuell weitergegeben, wo gerade unsere Position ist. Zieht mal, Diamant, das könnt ihr damit mehr anfangen, so als Seemann? Das sind Koordinaten. Sie hat unseren Standort so weitergegeben, dass man das auf Meilen genau einordnen könnte. Aber warum? Warum sollte das nachträglich in einem Bericht interessieren? Außer es hat sich zu dem Zeitpunkt jemand dafür interessiert, wo wir uns gerade befinden. Stopp, kurz, Verständnisfrage. Sind das Berichte oder sind das erstmal nur ihre Notizen? Also, das sind erstmal nur Tagebucheinträge und du kannst davon auch, also Diamantis und Zulamin können davon ausgehen, dass sie mit diesen Einträgen aus dem Tagebuch Briefe verfasst hat. So liest sich das. Aber die Frage ist auch, wie? Denn damit diese Koordinaten für irgendjemanden von Wert sind, muss sie diese Nachricht ja sehr schnell weitergegeben haben. Nun, es gibt Möglichkeiten, diese schnell zu verschicken. Aber ich betrachte das doch einmal so.
Wir sind auf dem Weg in keinen Hinterhalt gefahren. Wir wurden nicht von irgendwelchen Schiffen der Bärenmeerflotte aufgegriffen, die nach Antworten verlangten, etc. etc. Können wir also nicht davon ausgehen, dass sie entweder diese Positionsdaten gar nicht weitergegeben hat oder diese an einer Stelle gelandet sind, die damit sowieso nichts angefangen hat? Nun, wir müssen uns keine Sorgen darüber machen. Sie wird früher oder später kommen und Sulamin Rede und Antwort stehen. Dafür habe ich gesorgt. Was genau habt ihr getan? Nur des Interesses halber. Nun, jetzt kann ich es dir sagen. Wir haben doch einen Hexer an Bord. Mich hörte davon. Ihr kümmertet euch um die Sache, wenn ich mich nicht irre. In der Tat. Er ist in der Lage, Flüche auszusprechen. Wie Hexer es in der Tat meistens sind. Nun, und im Kontext dessen, dass Hüvilja uns betrogen hat, hat er vielleicht ein emotionales Ansinnen daran und wird einen Fluch aussprechen. Und ich bat ihn, wenn er dies tut und der Fluch auf Hüvilja lastet, nun muss es ja auch eine Möglichkeit geben, diesen Fluch zu brechen, nicht wahr? Eine Bedingung. Vermutlich. Und diese Bedingung wäre, Sulamin Rede und Antwort zu stehen auf Wahr und Geheiß. Einerseits möchte ich eurer Umsicht in der Sache gratulieren. Dies erscheint mir eine hervorragend optimale Möglichkeit. Andererseits könnt ihr euch darauf verlassen, dass dieser Hexer auch wirklich in eurem Willen handelt? Nun, er würde nicht gegen uns handeln, warum auch? Nun, aber was passiert, wenn ihr das einfach nicht tut und euch Schulterzucken verkündet, dass sie dann vermutlich einfach keine Lust hat, den Fluch zu brechen? Nun. Schließlich könnt ihr Naturzauberern nicht trauen. Die Frage ist auch, was wollt ihr tun, wenn sie hier auftaucht und alles gesteht? Ich würde sagen, unsere rechtliche Handhabe ist schwierig, denn was sie getan hat, ist offensichtlich Verrat, aber einige der Dinge sind auch wahr. Das heißt, sie wird versuchen, uns zu erpressen. Herauszufinden, was sie wem wann erzählt hat, ist trotzdem ein Vorteil für uns. In der Tat. Und wie gesagt, wenn der Hexer gegen meine Vermutung an diese Sache nicht so herangeht, wie ich erhoffe, nun, dann werden wir sicherlich noch andere Möglichkeiten finden. Ich habe ihm ja nicht alle Haare gegeben, also auch noch einen Teil des Fokuses dabei. Hervorragend. Ja, ich würde durch die Tür reinkommen. Seit wann bin ich eigentlich nicht mehr eingeladen? Was ist denn hier los? Ah, Raffi. Trainiert man mal ein bisschen. Ach, der alte Sack ist auch wieder da. Auch eine Freude, euch wiederzusehen, mein Bruder. Schön, dass du da bist. Du hast dich wohl... Nun ja, du hast wohl ein wenig die Zeit vergessen, während du mit Ippolita gekämpft hast. Also, wenn überhaupt, habt ihr zu früh angefangen. Sie ist anscheinend gut. Ich verstehe. Oh, sie ist bezaubernd. Ihr solltet bedenken, sie ist eine Prinzessin des Mittelreichs. Naja, das macht ihre Kampfkraft ja nicht schlechter. Nun, ich meinte, falls sie irgendwelche amorösen Absichten hegt. Ich glaube nicht, dass Rafim... Also nein. Ich denke, dass die junge Dame das im Zweifelsfalle selber entscheiden kann. Denkt ihr nicht? Das denke ich auch. Schließlich hat sie ja bei uns angeheuert, weil wir ihr Freiheit von solchen Ideen wie Standesdünkel versprachen. Außerdem, ich möchte ihr nicht amorös näher kommen, ich möchte ihrem Glauben näher kommen. Sie macht eine hervorragende Akkulutin, die kriege ich noch überzeugt. Ah, das wird wunderbar. Oh, vielleicht sollten wir sie mit unserer ganz speziellen Bekanntschaft als aus Ilsur bekannt machen. Wir wären doch ein schönes Pärchen, oder? Naja, erstmal möchte ich, dass sie sich den Finger abschneidet. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Mal sehen, was eben ihr Erfolgsaussichten hat. Was das Abschneiden angeht, Diamantis, jeder sollte nachher euren Verband betrachten. Habe ich irgendwas verpasst? Wo kommt Abel mir auf einmal wieder her? Aus Gareth. Ja, okay. Er hat offenbar Abenteuer ohne uns erlebt. Nun ja, Abenteuer würde ich nicht nennen, eher Arbeit. Naja, bestimmt wieder irgendwelche Bücher gelesen. Nein, eine Sekte, ein Kult ausgehoben des Herrn der Rache. Oh, das ist ja nett. Manche nennen es Arbeit, ich nenne es ein Tagwerk.
Ihnen das ein Vergnügen. Aber dann setze ich mich jetzt auch hin. Wo waren wir? Aber ist Arbeit nicht ein Tagwerk? Habt ihr nicht gerade den gleichen Begriff miteinander synonym gesetzt? Es ist ein Sprichwort, ein wie auch immer. Ah, so wie ein Stein bleibt ein Stein. Ich verstehe. Etwas intelligenter ist es schon. Naja, nicht wirklich. Aber wir können uns später über Semantik streiten. Nun, ich denke, das Wichtige ist, dass Rafim erfährt, dass es nun Beweise gibt, dass Hyvilla Marix Fuchsecker offenbar Informationen gesammelt hat, um uns vor Gericht stellen zu können. Außerdem hat sie irgendjemanden, möglicherweise aus ihrer Familie, die aktuelle Position unseres Schiffes durchgegeben. Ja. Bringen wir die halt um? Nein. Welches Problem löst das denn noch, jetzt wo sie fort ist? Ach so, ja, das kann ich ja nicht wissen, dass sie weg ist. Aber sie wird bestimmt nochmal wiederkommen, weil ich einen cleveren Plan ausgeheckt hatte. Wir können die Annahme treffen, dass es wahrscheinlich ist, dass sie wiederkommt, meint Voltax damit. Ja. Und sollte sie nicht wiederkommen? Nun, ich denke, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, denn sie nimmt zwar nicht dieses Tagebuch, Tsunamin deutet auf die Papiere auf dem Tisch, mit sich, wohl aber das Wissen. Naja, ich habe ja nichts gemacht, was man mir vorwerfen könnte. So wie ich das sehe, müssen wir uns um die ganze Sache keine Gedanken machen, solange wir nicht mit dem Mittelreich kommunizieren möchten. Und ja, da ich nicht sehe, dass wir dazu irgendeine Veranlassung hätten, schlage ich vor, wir lassen sie einfach laufen und beschäftigen uns nicht weiter damit. Meiner, wollen wir denn überhaupt Pericum in nächster Zukunft oder überhaupt anlaufen? Was gibt es dort denn für uns? Naja, der Hafen ist ziemlich leer, weil die keine Schiffe haben. Aber da gibt es eine Kneipe, wo wir damals einen netten Rafim getroffen haben. Vermutlich haben wir keinen Zugriff auf die Werften dort. So wie ich das sehe, haben wir also keine Notwendigkeit, Pericum anzulaufen. Ja, da würdet ihr recht haben. Und da es auch noch sehr weit im Golf von Pericum liegt, sehe ich auch nicht, wie wir zufällig daran vorbeikommen könnten. Die ganze Sache ist ein Sturm im Wasserglas. Das war das erste Mal, dass ich auf ein Boot gegangen bin in Pericum. Oh. Und seht, wo ihr heute seid. Ja, ich muss nicht mehr mich ständig übergeben. Oh, das war furchtbar. Ich sage es euch. Die ersten 5-6 Tage, uiuiui, ging es mir da schlecht. Nun, vielleicht sollten wir auch bedenken, nicht was das Mittelreich mit ihr zu tun hat, sondern ihre Familie. Wie wir ja erfahren haben, hat sie ihre Familie zahlreiche, nun ja, Bekanntschaften in allen Häfen dieses Meereslandstriches. Ich möchte ungern einen Feind in meinem Rücken wissen. Weiß zufällig jemand, wie das Schiff der Familie heißt? Oder was für eine Bauart es ist? Naja, wenn ich das nicht missverstehe, haben die doch sogar mehrere Schiffe, oder habe ich das falsch verstanden? In der Tat. Das steht bestimmt hier irgendwo im Tagebuch. Ich glaube, das namhafteste ist das Schiff von ihrem Bruder, der Kapitän. Einen Namen nicht gemerkt. Den wohl. Gleichen Namen wie die Helden der Drachentöter genannt zu werden oder ein Sanin. Auch. Naja, vermutlich wird so ziemlich jedes Schiff, das unter Pericumer Flagge fährt, zu der Familie gehören. Die Resten, die anderen haben doch gar keine Schiffe mehr, oder nicht? Nun ja, sie könnten uns auch Ärger machen, wenn wir nun ja in anderen Häfen anlegen, in Zorgan oder sonst wo. Dann schlage ich deswegen vor, dass wir vielleicht ihre Aktivposten in der Brücke See ausfindig machen, Kapitania. Wie plant ihr das? Nun, wir haben zum Glück einen relativ speziellen Freund gewonnen vor kürzerer Zeit, der hervorragend informiert ist. Ich verstehe. Ja, ich verstehe nichts, aber ich unterstütze das mal. Als wir in den Niederhöllen waren. Also, ihr wollt die Schiffe ihrer Familie in der Blutigen See ausfindig machen? Sollten sie unterwegs sein auf der See, wäre unser Bekannter in der Lage, uns zu sagen, wo sie sind.
Gewiss, aber allein die Tatsache, dass sie so erfolgreich Handel in der blutigen See treiben, deutet doch auf eine gewisse Nähe hin zu diesem speziellen Kontakt. Nun, Interessenskonflikte könnten vorkommen. Ja, also wenn ihr den Kontakt meint, den ihr jetzt wirklich meint, dann ist ihnen das, glaube ich, ziemlich egal. Nun gut. Es ist vielleicht ein besserer Ansatzpunkt als sie persönlich. Denn wie gesagt, wenn wir sowieso schon wissen, wo ihre Aktivposten sind, könnte man ja auch sie einem, sagen wir, Sphärengefüge gefälligeren Zweck zuführen. Ja, und ein bisschen Beute auftreiben wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das war eine Umschreibung genau dafür. Ja, dann sag das doch mal vernünftig. Und wie dem auch sei, ich denke, wir haben auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Sulamin, ihr solltet euch dennoch dafür bereit machen, falls sie erneut an Bord kommt, inwiefern ihr mit ihr umgehen wollt. Und nachdem ihr die Wahrheit von ihr erfahren habt, müsst ihr ja irgendeine Entscheidung treffen. Nun, wie gesagt, ich finde die Situation schwierig, da wir wechselseitig etwas gegeneinander in der Hand haben. Wobei ich sagen muss, dass die Hälfte von dem, was sie gegen uns in der Hand zu haben, glaubt, dreiste Lügen sind. Diese Sache mit den Giften, das war mir nicht bewusst, dass das im Mittelreich so ein Problem darstellt, aber nun ja. Vielleicht soll ich euch das aventurische Rechtssystem ein wenig aufklären. Wir müssen unsere Unschuld beweisen, nicht sie ihr Recht. Nun, das spielt doch jetzt auch keine wirkliche Rolle. Ich bin sowieso durch die Lex Zwergica geschützt. Und ich meine, der Rest von uns. Aber die Frage ist doch, braucht ihr etwas, um eine Entscheidung zu fällen, Sulamin? Nun, was für eine Entscheidung sollte das sein, Boltax? Ich kann wohl kaum ein Urteil über sie sprechen. Ich kann wohl kaum ihre Ermordung anordnen. Also, was erwartet ihr von mir, dass ich tue? Nein, eben deshalb. Die Frage ist, wie geht man auf einem Schiff wie diesem mit, ich weiß nicht, Spionage und Ähnlichem um? Ich habe einfach keine Ahnung. Naja, das müsste die Kapitania fragen. Nun, wären wir auf See, dann würde mein Urteil gelten. Aber wir sind hier im Hafen. Das heißt, ich nehme an, wir haben uns an das Recht, das in Kunchum gilt, zu halten. Sie ist allerdings ein geschworener Teil der Mannschaft. Nun, aus meiner Sicht ist das Hochverrat. Naja, und eure Strafe dafür wäre? Nun, ich denke, für Hochverrat gibt es nur eine Strafe. Aber das wird unsere Probleme nicht kleiner, sondern größer machen. Das ist wahr. Es gibt wenig, was Ivela Marek Suksecker jetzt noch gegen uns ausrichten kann, wo sie einmal fort ist. Schließlich können wir gut und gerne davon ausgehen, dass ihre Berichte bereits abgesendet und empfangen wurden. Nun, so oder so. Ich wollte nur die Problematik aufzeigen und die Schwierigkeit, dass ihr ja zu einer Entscheidung kommen müsst. Aber nun, der Schaden ist bereits angerichtet. Und wenn wir sie nicht wieder an Bord nehmen, kann sie zumindest keinen weiteren Schaden anrichten. Eine Hinrichtung würde keinen Vorteil bringen. Wir können uns schätzen. Es würde eher so aussehen, als würden wir versuchen, eine Zeugin verschwinden zu lassen, sollte es jemals zu diesem Gerichtsprozess kommen. Andererseits würde es natürlich ein sehr deutliches Signal senden, was mit Leuten passiert, die euer Vertrauen missbrauchen. Das sicher. Bisher weiß noch niemand, dass irgendwer ein Patron missbraucht wurde. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine Spionin auf dem Schiff weniger haben. Wenn sie wirklich wieder Fuß aufs Schiff setzen sollte, wird die Dukatengarde sie bestimmt mit Freude festnehmen und wir können sie befragen. Wenn nicht, dann werden wir sie vielleicht wiedersehen, wenn wir jemals nach Herigum gehen sollten. Aber ich bezweifle, dass wir das tun sollten. Dürfte ich einen Vorschlag machen? Gewiss. Wir empfangen sie hier an Bord dieses Schiff gemeinsam und sie trägt ihre Anklagepunkte vor.
ob sie nun gerechtfertigt sind oder nicht. Wir schicken sie zurück nach Pericum und mit einer deutlichen Botschaft an ihre Familie, dass sie nun ja unsere Kreise nicht weiter behelligen sollen in ihrem Interesse. Und das ist ein Feind schaffen, den wir vielleicht vermeiden können? Nun ja, das wird sich nicht vermeiden lassen, vermute ich. Ob wir sie nun töten oder nicht. Naja, aber ja, da haben die Anwesen schon nicht unrecht. Wir müssen jetzt eher warten, bis die Alte auftaucht. Lass uns doch darum Sorgen machen, wenn die Alte wieder auftaucht. Nun gut. Es sei denn natürlich, ihr wollt, dass wir die direkt mit den Schiffsgeschützen abschießen, Kapitana. Das wäre natürlich eine andere Geschichte. Das könnten wir auch. Ich fürchte, das könnte im Hafen wohl zu Kollateralschäden führen, die ich gerne vermeiden würde. Ja, das könnte man in Kulichom bestimmt mit der einen oder anderen Dukatensumme unter den Tisch fallen lassen, aber gut. Weiß sie denn, dass sie verdächtig ist? Hat sie denn Gründe, nicht zurückzukommen? Nun, im Fluch, denke ich, wird ihr die Dimension offenbart. Nun, ist es sicher, dass dieser Hexer dann diesen Fluch aussprechen wird? Ich weiß leider nicht, den ich auch mal erst bedacht habe. Wir können uns wohl sicher sein, dass wir uns darauf nicht verlassen können. Ich würde sagen, die Chancen stehen bei etwa 60%. Ich bin guter Dinge. Weil ihr einen Hexer bezahlt, seid ihr guter Dinge? Nein, weil Boltax Optimist ist. Ja. Nicht aber wie gesagt, Optimist. Das ist ein kleiner Unterschied. Ach komm, Abelmir, jetzt lach doch mal. Nun ja, über solche Sachen mit Naturzauberern scherzt man für gewöhnlich nicht. Ein Fluch ist eine, nun ja, als Weißmerger hätte ich früher gesagt, eine schwere Straftat, aber nun, der Codex Albiricus gilt wohl nicht mehr in unseren Reihen. Das war das Buch, was ihr einmal unter den Tisch gelegt habt, dass ihr nicht wackelt, oder? Ja, in der Tat. Aber nun ja, ich würde mich nicht auf einen Naturzauberer verlassen. Und ich hätte es auch nicht gerne, wenn dieser Hexer an Bord bleibt, aber darüber habe ich nichts zu entscheiden. Nun, ich schätze den Hexer sehr. Es ist ein guter Mann. Ich denke, es gibt bessere Gründe, einer Person zu misstrauen, als weil sie einer bestimmten magischen Schule angehört. Es ist eure Entscheidung. Der Grund hier ist ja, wie Abelmir, denke ich, einweisen möchte, dass ihr überhaupt keiner Schule angehört. Und ihr wisst ja, was ungeschulte Magier für gewöhnlich zu tun gedenken, wenn die Sache aus dem Ruder läuft. Und ihnen läuft sie dauernd aus dem Ruder. Sie improvisieren. Nein, ihnen fehlt die Kontrolle und sie verlieren eben jene über ihre Zauberei. Ich möchte zudem anmerken, dass ihr unser Essen zubereitet. Das ist wahr, aber im Gegensatz zu Hvila Marix Fuchsecker hat er nie irgendwelche Zeichen erkennen lassen, dass er ein Verräter wäre. Hat Hvila auch nicht, bis sie es dann hat. Gewiss, aber das macht ihn nicht verdächtig als all unsere anderen Smoothies. Richtig, und ich schätze ihn, wie gesagt, als einen eigentlich sehr sympathischen Mann ein. Vertraut da auf meine Menschenkenntnis. Nun, ich kann das gut. Glaub mir. Es geht auch nicht um den Hexer, sondern was wir mit Marix Fuchsecker anstellen. Ich dachte, wir hatten uns jetzt geeinigt auf gar nichts. Bis die wiederkommt. Und wenn die nicht wiederkommt, dann halt auch nichts. So müssen wir noch was anderes besprechen. Nein. So ist es. Und ich glaube, über diesen Status quo kommen wir auch nicht weiter. Wann wollen wir auslaufen? Sobald die Sache mit den Rotzen geklärt ist. Diamantis, berichtet. Ich habe mich überall umgehört, aber wenn sie die hier irgendwo im Hafen versteckt hat, dann hat sie das relativ gemacht, nicht auf sie zurückzuführen. Das Einzige, was uns wohl noch bleibt, ist, dass ich gemeinsam mit ihr unterhalten und er ihr in den Kopf schaut. Aber dazu kamen wir noch nicht. Genau. Gut, dann sagt ihr, dass ich ein Gespräch mit ihr möchte und ihr haltet derweil
schon einmal nach einer Geschützmannschaft ausschauen. Hi. Großartig. Wäre noch was? Wenn ihr gleich in der Alchemistenstube vorbeikommt, wir sollten uns euer Ohr ansehen. Ja, aber natürlich. Gib mir so ein halbes Stundenglas. Sicher doch.